Sie stellen hier Glaswaren aus, die natürlich einen eigenen Namen haben. Würden Sie davon teilweise darüber berichten? Ja, mein Name ist Christel Schostag. Wir sind eine Tiffany-Gruppe und machen Fensterbilder. Und ja, wir sind 11 Personen in einer Gruppe und stellen die daher auch aus. Und diese Tiffany-Artikel, sowohl als Fensterbilder als auch als zum Beispiel wie dieser Flügel hier oder diese Lampe, sind natürlich auch im Volumen etwas anders, oder die Schildkröte. Also Ideen gibt es da viele, ja? Es gibt sehr viele Ideen. Manche gestalten sie aus dem Kopf heraus. Und dann gibt es Bücher, nach denen man halt etwas anfertigen kann. Wenn so eine Gruppe zusammenarbeitet, sind es immer dieselben oder wechselt das ab und zu mal oder bleibt die Gruppe so zusammen? Nein, es ist immer die gleiche Gruppe. Also eine fest eingeschriebene die Gemeinschaft, die praktisch ihr Hobby umsetzt. Eine Gemeinschaftsgruppe, die immer dienstags für 3 Stunden zusammen ist und diese Bastelarbeiten macht. Und wo machen Sie das? Hier im Gemeinschaftshaus Lipschitz Allee. Aber dann drüben im anderen Raum, im anderen Haus? Ja. Ja. Und diese Räumlichkeiten sind ja jetzt neu gemacht worden, das heißt im Sinne der Verbraucher, wenn ich mal so sagen darf, also sind einige Annehmlichkeiten geschaffen worden? Ja, die Fußböden sind alles neu gemacht, die Wände alles neu, also es ist alles sehr, sehr schön. Um, also setzen den Glasschneider ab, an und brechen Stück für Stück ab, wie Sie es brauchen? Ja, und hinterher wird es dann geschliffen mit einer Schleifmaschine. Geschliffen? Wie schleifen Sie das? Mit einer Schleifmaschine und dann wird es ummantelt mit Kupferband und dann wird es gelötet und dann kommt Patina rauf, schwarz, gold oder silber, wie man es jeweils haben möchte. Also das sind festgelötete Teile, die nicht so einfach auseinandergehen und die auch vom bleibenden Wert sind. Ja. Ja, da gibt es ein spezielles Öl, da kann man das mit einsprühen und die haben sie immer. Das ist was Wertvolles, was man halt immer hat. Tiffany ist ja eine Art der Gestaltung, die eigentlich schon recht alt ist. Ja, Tiffany ist im 18., 17., im 19. Jahrhundert gemacht worden und man hat auch heute noch die Freude jetzt am Hobby. Und von daher ist es eigentlich, kann man sagen, schon unvergänglich. Ja, ich persönlich habe mir einige Lampen gemacht zu Hause. Und einige Tiffany-Freundinnen hier, die haben sich auch Lampen gemacht. Es ist was sehr, sehr Schönes. Wenn man sich eine kauft, das ist längst keine Handarbeit. Wir machen alles in Handarbeit. Und Handarbeit heißt, wenn ich das mal so sagen darf, mit Liebe gemacht? Alles mit Liebe gemacht. Das ist der Unterschied zur industriellen Fertigung. Richtig.